اه وضوء، اوكي. طيب يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. Is this life die ganze Zeit gewesen? Ja. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. ناخذ انزم بروجرام بس ام بيت يا طيب، خير ان شاء الله. Wir haben, Barakallahu Fikum, am Anfang gesprochen über. Wenn ich mal mit la hat al qalam. Barakallahu Fikum, wir haben erstmal über die Sunna gesprochen. Wir haben das erklärt. Dann gestern haben wir über Bid'a gesprochen. Und heute, Barakallahu Fikum, reden wir über ein Thema, was sozusagen wichtig ist für die beiden Themen zusammen. Und zwar, Barakallahu Fikum, das ist die Gewohnheit oder könnte man sagen auch Normalität. Und dies ist wichtig, weil Al-Ada, da könnte man auch sagen, Brauch normalerweise, aber Brauch ist Al-Urf eher. Barakallahu fikum, das könnte man irgendwie durch die Gewohnheiten könnten Bid'a entstehen und durch die Gewohnheiten könnten die Sunna verändert werden. Und deshalb, Barakallahu fikum, reden wir über dieses Thema. Als allererstes, Barakallahu fikum, nochmal, die Sunna. Die Sunna allgemein in der Bedeutung, die Sunna allgemein in der Bedeutung, ist Barakallahu fikum der Weg und die Methode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Religion zu praktizieren. Das ist die Sunna. Wie man die Religion praktiziert. Wenn man diese Sunna nicht praktiziert, dann wird man, Barakallahu fikum, natürlich entweder macht man dabei, sage ich jetzt, Fehler, Haram, oder macht man etwas, was nicht in Ordnung ist, oder da macht man eine Bid'a. Und die Bid'a, wir haben gesagt, das ist erfundene Methode oder Handlung, in der Religion und man will damit, wenn man das praktiziert, die Religion praktizieren und Allah näher zu kommen. Jetzt, Barakallahu fikum, sagt Allah, reden wir über Al-Ada. Al-Ada ist die Gewohnheit und die Gewohnheiten als allererstes Ada. Ada, das gilt für ein Muslim oder das gilt für ein Kafir. Das gilt nicht nur für Muslime, sondern das gilt für alle. Diese Gewohnheiten. Gewohnheiten sind Themen, die zum Leben gehören und Themen, die, sage ich jetzt, die Leute in ihrer Normalität, in ihrem Alltag haben. Diese Barakallahu fikum, sagakallahu khairan. Diese Gewohnheiten sind verschieden, wie zum Beispiel Schlafen, Essen, Trinken, Laufen, Anziehen, Handel. Diese Themen
diese Normalität, was du in deinem Leben machst, das wird zum Beispiel, du gehst in die Schule, du arbeitest, das ist Normalität, das hat mit der Religion nichts zu tun. Der Unterschied, barakallahu fikum, der Unterschied ist, die Sunna oder die Religion, werden wir Religion sagen hier, die Religion, das ist offenbart. Die Religion wurde offenbart und es gibt keine Religion außer mit Beweis. Die Gewohnheit ist keine Religion, keine Religion. Und das ist alles, was die Menschen im normalen Alltag und im Leben machen. Gebet. Ist Gebet Gewohnheit oder ist Gebet Religion? Religion. Anziehen, dass man sich anzieht. Ist Religion oder Gewohnheit? Gewohnheit. Das sind alle Themen, die von Kafir oder von Muslim, von allen praktiziert werden, das sind Gewohnheiten. Das sind Gewohnheiten. Und hier, barakallahu fikum, gibt es eine wichtige Regel. Und da sollte ich so eine Regel lernen. Lernen. Al-Aslu في العادات الإباحة الأصل في العبادات المنع Die Basis oder Grundlage bei Gewohnheiten ist das Erlaubte. Das heißt, alle im normalen Fall als Grundlage, alle Gewohnheiten, wir gehen davon aus, dass sie erlaubt sind. Alles, was zum Leben gehört, ist erlaubt. Alles, was in der Religion ist, ist anzuhalten an einem Beweis. Das heißt, du kannst nicht sagen, das ist Religion. Weil die Religion nicht von dir ist, sondern die Religion kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb brauchst du Beweis. Deshalb, du bist angehalten an Beweise. Wenn du die Beweise hast, dann kannst du sagen, das ist Religion. Wenn du keine Beweise hast, dann ist das keine Religion. Und aus diesem Grunde, barakallahu fikum, sakumullah khairan, sollte man das verstehen jetzt, was man erklären wird. Nochmal, Grundlage. Das ist eine Grundlage. Gewohnheiten sind ursprünglich erlaubt. Pass auf jetzt. Außer eine Urteilsänderung durch Beweise in der Religion. Das heißt, Gewohnheiten, die sind erlaubt. Außer ist, dass wir in der Religion was haben, dass diese Grundlage, diese ursprüngliche Barakallahu fikum, dass das Erlaubte ursprünglich geändert wird. Wie wird das geändert? Mit einem Beweis.
Wir haben gesagt, anziehen, anziehen. Oder machen wir ein anderes Beispiel. Essen. Alle Arten von Essen sind erlaubt. Außer jetzt, wenn wir Beweis haben. Haben wir Beweis, dass bestimmte Arten von Essen verboten sind? Ja. Schweinfleisch. Trinken, Alkohol. Dann ist diese Gewohnheit ist normalerweise erlaubt. Hier, die Regel gilt nicht mehr. Warum gilt nicht mehr? Weil wir einen Beweis haben, dass dies, zum Beispiel Schweinefleisch verboten ist, Alkohol verboten ist und so weiter und so fort. Dann die andere Grundlage als Erklärung nochmal. Religion oder Anbetung, Ibadah. Ibadah. Die Regel bei Ibadah ist, du kannst keine Ibadah anerkennen, außer mit Beweis, und natürlich der Beweis sollte aus der Quelle sein, das wird aus Koran und authentischen Sunna. Das heißt, wir haben eine Anbetung. Wenn ich sage, grün anzuhaben, ist Ibadah. Dann sagt man, halt, woher hast du das? Wo ist der Beweis in der Religion, dass grün anzuziehen Ibadah ist, Anbetung ist. Was bedeutet Ibadah hier? Das bedeutet, wenn du das praktizierst, dann wirst du Lohn haben. Dann wirst du näher zu Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und das ist die Sache, barakallahu fikum. Du brauchst sozusagen via Religion, via Anbetung brauchst du immer Beweis. Und via Gewohnheiten gehst du davon aus, dass es erlaubt ist, außer dass wir eine Änderung haben durch einen Beweis in der Religion. Bitte diese Regel ist sehr wichtig zu verstehen. Kann eine Gewohnheit zu Ibadah werden? Kann eine Gewohnheit zu Ibadah werden? Ja. Wodurch? Durch einen Beweis. Woher bekommen wir den Beweis? Mein Sheikh hat geträumt. Oder nach meiner Meinung. Oder ich finde das schöner. Ist das Beweis? Nein. Dein Sheikh hat geträumt, ist nicht Beweis. Ich finde das schöner, auch nicht Beweis. Mein Sheikh hat gesagt, ist auch nicht Beweis. Wo ist der Beweis? Koran und authentischen, pass auf jetzt, authentischen Sunna mit dem richtigen Verständnis. Warum mit dem richtigen Verständnis? Weil einige Leute könnten sagen, okay, ich habe Beweis aus Koran, ich habe Beweis aus Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa aqimus salah. Allah hat uns befohlen, dass wir das Gebet verrichten. Okay, dann hole ich mir irgendein Gebet und sage, hey, ich habe Beweis. Allah sagt, ud'uni astajib lakum. Allah hat gesagt, bittet mich, dann werde ich das erhöhen und annehmen. Dann mache ich Bittgebet, aber dann mache ich dieses Bittgebet zum Beispiel bei einem Grab. Deshalb barakallahu fikum mit dem richtigen Verständnis. Und deshalb, ein Ibadah, eine Gewohnheit könnte zu Ibadah sein. Könnte ein Ibadah zur Gewohnheit sein? Ja. Aber nicht als Urteil, sondern als Praktizierung von den Leuten. Da
Das Gebet wird das zur Gewohnheit und da hat man gar nicht, kein Demut, kein richtiger Ikhlas, kein Taqwa, gar nicht. Tak, 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 fertig. Und das ist falsch, das ist Fehler. Wenn ich, pass auf jetzt, wenn ich ein Ada zu Ibada erkläre, ohne Beweis. Was mache ich hier? Ich mache hier Bid'a. Eine Gewohnheit, sage ich, das ist Ibadah. Das wird diese Gewohnheit. Wenn ich das mache, dann suche ich Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala und ich werde näher zu Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und deshalb mache ich das. Wo ist dein Beweis, dass diese Ada Ibadah ist? Du brauchst einen Beweis, was wir gerade gesagt haben. Wenn du keinen Beweis hast, dann machst du Bid'ah. Oder, Barakallahu fikum, ein Ada, Ada mit Ibadah verbinden. Ein Ada mit Ibadah verbinden, ohne Beweis, dann macht man auch Bid'ah. Irgendeine Gewohnheit verbindest du mit Ibadah. Beispiel. Ich gehe zu einem Grab und vor dem Grab oder neben dem Grab lese ich Koran und bete zwei Raka'a. Was habe ich gemacht? Lesen, Koran lesen ist? Ibadah. Zwei Raka'a beten ist? Beim Grab. Warum Bid'ah? Weil ich zwei Themen, Ibadah mit Ada, verbinde ohne Beweis. Wer sagt mir, beten neben dem Grab ist besser als beten weit vom Grab? So ist die Sache. Nur verstehen. Du brauchst nur zu verstehen. Und wenn du diese Grundlagen verstehst, dann wirst du sofort erkennen, was das ist und was das ist. Barakallahu fikum, zakum la khairan. Dann, damit wir noch einen Schritt weiterkommen, passt auf. Das ist Ibadah. Ibadah ist verbunden mit einer Zahl oder Ort oder Zeit und Art und Weise. Oder könnten wir was anstatt Art und Weise auch sagen? Methode. Methode, okay. Ibadah mit Zahl. Wie viel Raka beten wir im Maghrib? Drei. Wie viel Tawaf machen wir um Al-Kaaba? Sieben. Wie viel geben wir von Zaka? 2,5%. Wenn wir fünf Kamele haben, wie viel geben wir von Zaka? Ein Schat, eine Ziege. Wie viel bekommt ein Kind? Ein Vater hat eine Frau und ein Junge und ein Mädchen, der Vater stirbt. Wie viel bekommt die Frau, wie viel bekommt das Kind, der Mann? Und wie viel bekommt die Tochter? Frau bekommt Achtel, Junge bekommt doppelt wie ein Mädchen. Das ist auch Ibad. Das ist Mawarith, Ilm al-Fara'id. Dann Ibadah mit Ort verbunden. Da sagen wir, schreiben wir diese Beispiele. Beispiel, okay? Beispiel. Zum Beispiel Zahl Raka'a.
ركعات ام جبيت، ركعات ام جبيت، طواف، زكاة. Das ist alles mit Zahl. Manche Erwähnungen mit Zahl. Du sagst 33 Mal so viel, du sagst dreimal, du sagst einmal. Wudu zum Beispiel einmal oder zweimal oder dreimal. Du kannst nicht Wudu fünfmal ein Körperteil waschen. Das geht nicht. Jetzt Ort. Ein Ibadah mit Ort. Na. Umrah. Hajj. Wo macht man Umrah? Nach Grab von Sheikh. Ah. Oh, ja, 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 ja. Ah. Zum Beispiel Gemeinschaftsgebet. Entweder in der Moschee oder in Musalla und so weiter. Da kann man auch zu Hause so bei bestimmten Themen, aber allgemein, Barakallahu fikum, Ort. Ort, das wird verbunden mit Ibadah. Arafat zum Beispiel. Du kannst nicht in Berlin stehen und sagen, heute ist Arafat. Ich mache Hajj in Berlin. Ja, zu Ibn Rushd. Mashrak. Zum Beispiel. Jetzt, Barakallahu fikum, dann Zeit. Zeit von Ibadah. Na, zum Beispiel die Gebetszeiten. Du kannst nicht sagen, ich bete Asr zum Beispiel in der Zeit vom Frühgebet. Oder ich bete Isha in der Zeit von Dhuhr. Das geht nicht. Es gibt Zeiten für diese Ibadah, die sind fest. Die Tage und so weiter von Hajj. Die Zeit von Hajj zum Beispiel. Na. Ramadan, Fasten von Ramadan. Übrigens, es gibt diese Islam of Nation of Islam, die machen Ramadan nur im Dezember. Jetzt ist bei ihnen Ramadan. Möge Allah uns bewahren. Oder Zeit, Feste. In Indien gibt es bei Muslimen 360 Feste. Allah al-Musta'an. طيب, dann Methode, Art und Weise, Praktizierung. Beispiel, zum Beispiel Reihenfolge vom Gebet. Gebet, Reihenfolge. Das ist die Art und Weise. Art und Weise von Azkar. Nach dem Gebet, Koran lesen und so weiter. Pass auf jetzt bitte. Das sind die Arten von Ibadah. Was sind die Bedingungen, dass ein Ibadah angenommen wird? Bedingungen von Ibadah? Munniyah. Munniyah. Al-Ikhlas. Munniyah. Al-Ikhlas. Ikhlas. An-Niyah. Wattiba' An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wenn die Ibadah angenommen wird, dann brauchst du zwei, Bedingungen. Deine Absicht muss vollherzig rein für Allah subhanahu wa ta'ala sein bei deiner Ibadah. Und du musst dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dabei folgen. In der Zahl, an Ort, in der Zeit, in der Methode und Art und Weise. Machst du etwas, änderst du etwas in diesen, änderst du was, dann begehst du Bid'ah. Mit der Absicht, dass du Allah anbetest, dann machst du Bid'ah. Das ist alles. Das wird, du änderst etwas. Pass auf jetzt, jemand sagt ja, ich bete nicht. Da macht man Haram. Und deshalb, wir müssen unterscheiden zwischen Haram und Bid'ah. Bid'ah ist, dass man etwas praktiziert, damit man Allah anbetet, damit man näher zu Allah kommt. Haram, man unterlässt etwas oder verlässt etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat.
oder man macht etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und Bid'ah ist verboten. Aber so wird man, fällt man in Bid'ah. Barakallahu fikum, sagt Allah khairan. Also wenn du irgendwas von diesen änderst. Jetzt, wenn ich eine Zahl von einem Ibadah, Ibadah mit einer Zahl, verbinde mit einer Gewohnheit oder mit einem Ort oder Zeit und so weiter, dann mache ich auch Bid'ah. Beispiel, ich verbinde etwas von Ibadah mit einer Gewohnheit. Grün anzuziehen ist Ibadah oder Sunnah. Grün anzuziehen ist erlaubt, Ada. Aber du hast jetzt gesagt, wenn du grün anziehst, dann machst du das zu Ibadah, dann hast du Bid'ah begangen. Die Leute, die sagen, die Frau muss schwarz tragen, die begehen Bid'ah. Was der Prophet sallallahu alaihi wasallam unterlassen hat, wenn wir das machen, ist das automatisch eine Bid'ah? Nein. Aber wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas ibadah-mäßig unterlassen hast und du machst das, dann begehst du Bid'ah. Wie verstehst du das? Passt auf. Es gab zur Zeit vom Propheten den Grund, etwas zu tun oder zu handeln. Der Grund war da. Der Grund war da. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gemacht. Obwohl er das machen konnte. Aber er hat das nicht gemacht. Wenn du jetzt das machst, dann begehst du Bid'ah. Sag ja, aber der Prophet hat das nicht gemacht, das heißt nicht automatisch Bid'ah. Ja, der Grund war da. Und Al-Muqtada, das heißt Al-Muqtada war da. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gemacht. Und du machst das als Ibadah, dann begehst du Bid'ah. Beispiel. Das ist umstritten, ist weiß, aber trotzdem. Das ist Wissensfrage und am Ende Gewissensfrage auch. Nein. Tasbih-Kette. Tasbih-Kette. Das ist ein Masbaha, was die Leute benutzen. Warum benutzt man Tasbih-Kette? Um Allah zu erwähnen. Allah zu erwähnen ist Ibadah oder nicht? Okay. Um Allah zu erwähnen und die Zahl zu bestimmen. Richtig? Das hat man benutzt, Tasbih-Kette, um Allah zu erwähnen und die Zahl von Tasbih zu bestimmen. Jetzt. Ist das verlangt? Gibt es den Grund hier? Gab es diesen Grund zur Zeit vom Propheten, Allah zu erwähnen und die Zahl zu bestimmen, wer 33 Mal sagt, wer 34 Mal sagt, wer 100 Mal sagt? Es gab. Gab es Kerne und Fäden zur Zeit vom Propheten? Gab es. Konnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das benutzen? Ja. Hat er das benutzt? Nein. Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Tasbih gemacht? Mit seinen Rechten.
Okay, mit der rechten Hand, nicht mit der linken, mit der rechten. Mit seinen Fingern. Das wird, der Grund war da, die Materialien war da und das ist eine Anbetung. Jetzt, wenn jemand das Tasbih-Kette macht und benutzt, wir sagen ihm Bida. Sag, warum? Ich benutze das nicht als religiöse Handlung. Doch, du verbindest eine Sache, die eventuell Gewohnheit ist, mit Ibadah, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam machen kann und er hat das nicht gemacht und die Materialien waren dabei. Sag, ja, du benutzt doch gerade, benutzt du ein Mikrofon und du redest über Islam und du machst Unterricht und das ist Ibadah und du musst jetzt Mikrofon. Dann sagen wir halt, gab es den Grund, dass man laut, dass die Leute zuhören? Ja, das stimmt, gab es. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Materialien dafür? Nein. Was ist dann Mikrofon? Dies nennt man Maslaha. Maslaha Mursala. Das ist eine Sache, eine Hilfsmöglichkeit, um eine Ibadah zu machen. Aber wir sagen nicht, das Mikrofon etwas mit Ibadah zu tun hat. Und wir benutzen das, weil der Sinn dabei ist. Deshalb, wir sagen nicht, das ist Maslaha Mursala, die Kamera ist Maslaha Mursala, Bimar hier, das Maslaha. Das wird, wir benutzen das, um Nutzen zu haben, ohne zu denken, dass das von Religion ist. Das ist anders, wenn du Tasbih machst. Wenn du Tasbih machst, dann machst du nicht mehr mit Fingern, sondern du machst das mit Kernen. Manche bringen das Hadith mit Kernen. Die Hadithe mit Kernen, die sind schwach. Die sind schwach. Und wenn die authentisch werden, es gibt ein Hadith davon, das ist Munkar, nicht nur schwach. Und es gibt einen anderen, das ist Maudu' und das sind bei At-Tirmidhi. Wenn wir davon ausgehen, sagen, okay, mit Kernen haben sie gezahlt oder Tasbih gemacht und so weiter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich werde dir was Besseres beibringen. Khair min hada. Und Khair bedeutet nicht immer, dass das andere erlaubt ist, sondern das bedeutet das Richtige. Das wird, ich werde dir etwas Richtigeres beibringen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn die Leute der Schrift den Iman annehmen, dann ist das khairun lahum. Khairun lahum. Heißt das besser? Oder heißt hier richtiger? Wallahu ta'ala ala ala. Deshalb barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. So ein Beispiel. Jetzt, wenn wir von Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam reden. Gestern auch haben wir das gemacht. Geburtstag. Gab es den Grund, dass man Geburtstag feiert? Ja. Doch. Doch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde geboren und da freut man sich. Das war da. Konnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam feiern? Ja. Hat er das gemacht? Nein. Wenn wir das machen, dann machen wir Bid'ah, weil wir Allah subhanahu wa ta'ala dabei erwähnen. Weil wir das als Qurba nennen. Deshalb einige wollen sagen, nein, deshalb was sagen sie? Gute Bid'ah, Bid'ah Hasana. Wenn das gut wäre, pass auf, wenn das gut wäre, wer sollte, wenn das gut wäre, war es Pflicht, für den Propheten sallallahu alaihi wasallam uns davon zu berichten oder nicht? Wieso hat er das nicht gemacht? Da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewusst, dass das gut ist und er hat das unterlassen. Warum, a'udhu billah? Die Leute, die dir heute feiern, die sagen das, aber die sagen das nicht öffentlich. Aber das ist der Sinn. Deshalb, wir fragen diese Leute, pass auf jetzt. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gewusst? Wenn sie sagen ja, dann sagen wir, wieso hat er das nicht gemacht dann? Oder
Hat der Prophet das nicht gewusst? Wenn er sagt, ja, du weißt etwas, was gut ist, und der Prophet hat das nicht gewusst? Oder der Prophet hat gewusst, dass gut ist, und er hat das nicht gemacht, und du machst das? Beides ergibt nur ein Barakallahu fik, eine Antwort, dass dies Bid'ah ist und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Sahaba und Tabi'in nicht gemacht haben, weil das nicht richtig ist und nicht von der Religion ist. Nur ein Beispiel, Barakallahu fik, um sagen Allah. Ich nenne ein paar Beispiele, die sind so verbreitet unter den Muslimen. Gestern auch haben wir das gemacht, aber trotzdem, ich wiederhole heute. Blau. So, Auge ist gut so. Ja, Barakallahu fikum, da hat man das mit Mikro-Ding gemacht, ja? Mit diesen. Wisst ihr, was das bedeutet jetzt? Nee, das ist kein Piercing. Es gibt neue Sachen bei den Frauen. Ah, bitte? Wieso? Doch, das ist. Nee, die heißt, wie heißt das? Micro, ich weiß nicht. Nee, Micro, irgendwas. Das wird die machen wie eine Tätowierung. Die Augenbrauen werden gestochen und dann kommt nicht permanent. Das ist wie permanent Make-up, aber das ist anders. Das ist noch entwickelter. Ach, du musst immer auf dem Laufenden bleiben. Auf jeden Fall. Abdallah will nicht, dass wir darüber sprechen. Ne? Lass. Auge. Blaue Auge. Blaue Auge. Was diese blaue Auge gab zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Nein. Wisst ihr, woher diese blaue Auge kommt? Hä? Das meiste, was blaue Auge heute ist, in Türkei. In Türkei. Bei Teegläsern, bei Löffeln, bei Decken, Teppichen. Überall, ein Auto und so weiter. Auch bei Süßigkeiten mittlerweile. Ja, wirklich. Auf jeden Fall, dieser blaue Auge kommt von den Griechen. Die Griechen damals, die haben gesagt, die Leute, die mit blauen Augen sind, sind gefährlich. Ich habe grün, ich habe kein Blau. Die Leute mit blauen Augen sind gefährlich und deshalb damit das Gefährliche mit dem Gefährlichen macht, dann haben sie diese blaue Auge getragen als Schutz. Und später hat man das übernommen von ihnen. Oder hat man diese blaue Auge genommen und da sagt man, ja, wenn man blaue Auge hat, dann wird man geschützt. Jetzt diskutieren wir nur. Wie kann diese blaue Auge dich schützen? Wie? Was ist diese Methode? Wie ist das dieser Automatismus, dass der blaue Auge dich schützt? Kann man uns erklären? Sag ja, wenn du zu Hause tust, dann passiert dir nicht. Ja, wo ist dein Beweis dafür? Woher hast du das? Und das ist genau, was wir die ganze Zeit erklären. Dass wir, die Leute machen etwas und die wissen nicht, was sie tun. Und am Ende. Jetzt ein anderes Beispiel, hat nicht mit Bid'ah und sowas zu tun, aber nur als nur Denkanstoß, damit man denkt. Die Leute stellen einen Baum und die machen hier so und so und so und Herz und dann machen wir Regenbogen ein bisschen. Der sagt, das ist Weihnachtsbaum. Okay, Moment. Der sagt, das ist Weihnachtsbaum. Okay, kein Problem, Weihnachtsbaum. Woher stammt dieser Weihnachtsbaum? Gab es bei den Christen, bei Urchristen, gab es Weihnachtsbaum? Nein. Gab es Weihnachtsfeiern? Nein. Gab es eine Bestätigung, dass Isa a.s. Jesus
24. oder 25. geboren wurde. Nein, man hat das festgestellt. Früher hat man das im Januar gemacht. Da hat man gesagt, naja, machen wir ein paar Tage früher wegen Weihnachtsgeld und dass die Leute mehr Urlaub bekommen. Kein Problem. Deshalb Allah al-Musta'an. Was machen diese zum Beispiel Lichter, die drauf sind? Diese Lichter, die sind Sache, diese Lichter, die sind etwas, dass die Teufel nicht kommen. Der Baum ist das Leben. Und dieser Baum haben die Christen übernommen von Leuten, die naturabhängig waren. Die haben Natur angebetet und Baum für sie ist das Symbol für Leben. Und diese Dinge, was sie hier drauf tun, das sind alles mit Schirk verbunden. Schaut euch nur oder liest ein bisschen, auch in Wikipedia, obwohl Wikipedia keine Quelle ist, die vertrauenswürdig ist. Aber manchmal, naja, es wird 80% gelogen, 20% stimmt vielleicht. Aber von diesen 20%, die stimmen. Jetzt, wenn ein Muslim das macht, du sagst ihm, was tust du da? Was machst du? Was machst du? Er sagt, ja, das ist Gewohnheit geworden. Gewohnheit. Gewohnheit. Auch wenn du eine Gewohnheit hast und diese Gewohnheit gegen die Religion ist, dann darfst du das nicht. Dann darfst du das nicht machen. Wie kannst du als Muslim das bestätigen, was Schirk pur ist? Schirk. Von Anfang bis Ende. Bid'ah. Von Anfang bis Ende. Und am Ende kommt der Muslim und stellt selber einen Baum. Und dann am Ende geht der Muslim und sagt, ich gratuliere mit Geburtstag des Sohn Gottes. Wie kannst du das vereinbaren mit deinem Glauben? Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Wie kann? Aber wenn die Unwissenheit vermehrt wird und wenn man Gelüst folgt, dann siehst du diese Lage. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, zakumullahu khairan. Wir haben Klarheit im Islam. Wir haben Klarheit im Islam. Wir vermischen nicht Ibadah mit Ada. Und wir vermischen nicht die Neuerungen mit der Religion. Und alles, was die Leute, die heute Bid'ah machen wollen und so, alles, was sie behaupten, wurde von den Gelehrten schon aufgeklärt. Der macht Adhan und dann reden wir ein bisschen über diese gute Bid'ah und dann kommen wir zu Ende, inshallah. Na, mach. Das macht man in Videos von Feuerbahn. Aber gut. Thank you.
طيب بارك الله فيك. Damit einige Leute, nicht bestätigen, dass sie Bid'a begehen. Was sagen sie? Die sagen, es gibt gute Bid'a. Und die stützen sich natürlich auf einige Aussagen von Großgelehrten, von früheren Großgelehrten, die gesagt haben, die Bid'a hat 5 Urteile. Es gibt eine Bid'a, die Pflicht ist, eine Bid'a, die erlaubt ist, eine Bid'a, die empfohlen ist und so weiter. Barakallahu fikum, diese Aussage ist falsch. Auch wenn einige Großgelehrten das behauptet haben, wenn sie gemeint haben in der Religion. Deshalb sagen, weil wir gut denken von einigen Großgelehrten, dann sagen wir, die haben gemeint Bid'a im Leben. In Gewohnheit. Das heißt zum Beispiel Handy, Auto, Flugzeug, Strom. Diese Sachen, kein Problem. Weil die mit Religion nichts zu tun haben. Aber in der Religion, was war die erste Regel, die wir gelernt haben in der Religion? Ha? Jede Ibadah braucht einen Beweis. Alles, was im Leben ist, was eine Gewohnheit ist, braucht keinen Beweis. Er braucht ein Verbot von der Religion. Nicht nur Verbot, sondern ein Beweis, dass es das ändert. Barakallahu fikum, sagt Allah. Das heißt, die erste Regel, die wir gelernt haben, ist, alles, was in Ibadah ist, was in Religion ist, braucht Beweis. Und wenn du jetzt sagst, gute Bid'ah, dann wirst du etwas einführen in die Religion. Und wenn du etwas einführst, dann brauchst du den Beweis von Koran und authentischen Sunna, weil die Religion Allah subhanahu wa ta'ala gehört. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Religion offenbart. Deshalb diese Aussage von Imam Malik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Man za'ama, man ibtada'a bid'atan fil Islam, wa za'ama annaha hasana, faqad ittahama Muhammadan bi annahu khana ar-risala. Derjenige, der eine Bid'a erfindet und er behauptet, das wäre gut, dann hat er die Religion, oder da hat er behauptet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte die Religion verraten. Und das wird niemals. Deshalb, wenn Sie sagen, der Gelehrte so hat gesagt, dann können wir auch Ihnen sagen, der Gelehrte so hat gesagt. Wenn er sagt irgendeinen Namen, dann sagen wir Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmed. Das heißt nicht, dass die Gelehrten eventuell keinen Fehler machen. Die Gelehrten machen auch Fehler. Aber barakallahu fikum, nur vorsichtig sein. Nummer eins. Nummer zwei, die sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Das wer in Islam eine gute Sunna einführt, dann bekommt er den Lohn dafür, und den Lohn von denjenigen, die ihm folgen. Sagen hier, aber die haben nur etwas vergessen. Das geht hier, man sanna fil Islam. Das heißt, diese Sache ist schon im Islam. Was bedeutet dann man sanna? Die Gelehrten sagen, das bedeutet, wer eine Sunna erfrischt, wiederbelebt. Die Leute, die haben das vergessen. Wer zu einer Sunna aufruft im Islam, bekommt den Lohn. Können wir das belegen, dass die Bedeutung, dass es die richtige Bedeutung ist? Ja. Es gab eine Gruppe von Menschen, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind. Und die waren arm und krank. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf Minbar gegangen. Und er hat gesagt, تصدق رجل من بره تصدق رجل من, das wird ein Person spendet von seinem Weizen, eine Person spendet von seinem Silber, eine Person spendet. Und die Leute haben nicht so viel gespendet. Dann kam ein Mann mit so einer großen Menge von, mit einer großen Menge von Spende. Und er hat das getan. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasana.
Das heißt, was meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Sunnatan Hasana? Hat diese Person etwas Neues gebracht? Nein, sondern die Person hat die Leute dazu erfrischt, aufgemuntert, dass sie spenden. Und das ist Barakallahu fikum sakum lachen, die Bedeutung. Dann bringen sie die Sache mit Umar, dass er gesagt na'amat al-bid'atu hadhi. Ja, Umar, radhiyallahu alayhi, hat niemals Salat al-Tarawih erfunden. Der hat das nicht erfunden. Derjenige, der sowas behauptet, der hat kein richtiges Wissen. Umar, was er gemacht hat, er hat die Sunna wiederbelebt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam Salat al-Tarawih drei Nächte in Ramadan gebetet hat und dann hat er nicht mehr gemacht in der Gemeinschaft. Er sagte, ich habe mir Sorgen gemacht, dass es zur Pflicht wird und ihr werdet das nicht schaffen. Und als Umar gesagt hat, na'amat al-bid'atu hadi, er meinte Umar, wie schön ist diese Sache, das wird die Sprache und nicht das religiöse Barakallahu fik. Dann reden sie von Uthman, dass Uthman ein Adhan dazu aufgeführt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' al-rashidin al-mahdiyin min ba'di addu alayhi bin nawajid. Etwas, was die Sahaba bestätigt haben, ist das für uns Religion. Und dass Uthman das gemacht hat, er hat das nicht gemacht, weil er gesagt hat, wir führen das, weil das Religion ist, sondern der hat eine Hilfsmaßnahme gemacht, damit die Leute, die weit sind von der Moschee zu Jumu'ah kommen. Das war alles. Deshalb, das ist kein Bid'ah. Wenn auch er etwas neu gebracht hat, die Sahaba haben das bestätigt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, pass auf, La tajtami'u ummati ala dalala. Das wird meine Umma wird niemals zusammenkommen auf etwas, was irreführend ist oder was falsch ist. Und diese Ummati bedeutet hier die Sahaba. Weil wer waren die Umma damals? Die Sahaba. Radwallahu alayhim. Das heißt, wenn die Sahaba etwas bestätigen, alle, dann ist das Religion für uns. Deshalb, Barakallahu fikum, sakum lachen, aufpassen in diesem Zusammenhang. Und das Letzte, was wir heute nehmen, und dann beten wir Dhuhr, inshallah. Manchmal fragst du einen Gelehrten, was ist das Urteil von dieser Sache, der sagt, die ist Sunna. Sunna. Was verstehst du direkt, wenn du Sunna hörst? Die meisten verstehen Sunna, das bedeutet erwünscht. Das heißt, kein Pflicht. So verstehen die meisten kein Pflicht. Die meisten verstehen kein Pflicht. Aber ist der Fall? Nein. Nur bei bestimmten Themen, wenn wir sagen, das ist Sunna, zum Beispiel wir sagen, wenn du deine Hände hebst im Gebet, das ist Sunna. Da meinen wir Mustahab. Wenn du Dua al-Istiftah sagst, eröffne es mit Gebet, dann ist das Sunna. Wenn du eine Sura oder etwas nach Al-Fatiha liest, dann ist das Sunna. Das wird empfohlen. Aber es gibt noch andere Bedeutungen für Sunna, was wir gestern erklärt haben. Unter anderem, Barakallahu fikum, Sunna bedeutet etwas von Religion. Das heißt, wenn der Gelehrte sagt, das ist Sunna, der meint, das ist von der Religion. Min as-sunnati an taqul, das wird von der Religion ist, dass du das sagst. Und wir erklären das anhand ein Beispiel. Bart. Bart. Ist Bart ursprünglich? Die Frage nochmal. Langsam, verstehe, nicht schnell. Ist Bart ursprünglich Ibada oder Ada? Ursprünglich Bart ist Ada. Richtig. Warum? Weil ein Kafir, ein Muslim, ein Jude, ein Christ, ein Buddhist, die, wenn sie Bartwuchs haben, dann ist das normal. Ein Mann bekommt Bart. Das wird ursprünglich Bart, ist ursprünglich, ist Ada. Aber die Gelehrten sagen,
Bart ist Sunna. Was meinen Sie, Bart ist Sunna? Die meinen, Bart ist Ibadah. Hier, Bart ist Sunna bedeutet nicht, Bart ist empfohlen, sondern die meinen, Bart ist von der Religion. Warum von der Religion? Was war die Regel? Die Adat sind erlaubt, außer, nicht, das ist falsch, außer Verbot. Du musst präzise sein. Du sagst es außer Verbot. Du musst sagen, außer einen Beweis, der das ändert. Weil das ist nicht, das geht nicht nur um Verbot. Das ist Beispiel. Die Regel bei Adat. Alle Adat sind erlaubt, außer dass wir einen Beweis haben, dass dieses Erlaubte ändert. Dass das Erlaubte ändert. Ich habe gerade gesagt, Bart ist Ibadah. Bart wachsen zu lassen ist Ibadah. Das heißt, wenn du deinen Bart wächst, dann betest du Allah an. Woher habe ich das? Habe ich das von zu Hause geholt? Oder habe ich das erfunden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أطلق اللحى وفر اللحى أرخ اللحى أعفو اللحى فير بفيله vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ولا أمرنهم فليبتكن أذن العام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. Ich befehle ihnen, dass sie die Schöpfung Allahs ändern. Die Gelehrten sagen, unter Änderung der Schöpfung Allah gehört oder ist eine Sache, dass man Bart abrasiert. Und deshalb, wir haben ein Ijma'. Ijma', ha? Es gibt keinen einzigen Gelehrten von den muslimischen Gelehrten, der gesagt hat, man darf Bart abrasieren. Gibt es nicht. Es gibt Ijma', dass Bart wachsen Pflicht ist. Lassen. Pass auf jetzt. Jetzt, wenn die Gelehrten sagen, Ibadah, das wird Bart ist Sunna. Aber was ist Urteil von dieser Sunna? Was ist Urteil? Wir haben in der Religion ursprünglich, barakallahu fikum, fünf Urteile. Wir haben fünf Urteile in der Religion. Und zwar, barakallahu fikum, wir haben Pflicht, wajib oder fard. Wir haben mustahab, erwünscht. Dann haben wir mubah, das wird erlaubt. Dann haben wir unerwünscht, makruh. Und wir haben dann haram oder verboten. Jetzt, wir haben gesagt, Bart ist, Bart wachsen zu lassen, ist Ibadah. Aber was für ein Urteil hat Bart? Das ist die Sache jetzt. Wenn du sagst, Bart ist haram, wir gehen eins nach dem anderen. Ist Bart wachsen zu lassen haram? Kein Muslim sagt das. Ist Bart wachsen zu lassen unerwünscht, makruh? Nein. Ist Bart wachsen zu lassen nur mubah? Wenn das mubah ist, pass auf. Wenn das mubah ist, das bedeutet, wenn du das machst oder nicht machst, das ist gleich. Weder Lohn noch Sünde. Aber wir haben gesagt, es gibt Ijma', es gibt Konsens, Übereinstimmung bei den Gelehrten des Islam, Bart abzurasieren ist haram. Deshalb, das kann nicht. Ist Bart erwünscht? Mit Sicherheit ja. Aber bleiben wir bei erwünscht? Moment, langsam. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, tu es, ist das ein Befehl oder ist das eine Bitte? Pass auf jetzt, ein Kind sagt mir, kannst du mir Wasser geben oder gib mir Wasser? Ist das Befehl oder Verlangen und Bitten? Bitten.
Aber wenn ich das Kind, wenn ich dem Kind sage, bring mir das, was ist das? Befehl. Wenn ein Präsident oder ein General einem Soldaten sagt, komm, ist das ein Befehl oder ein Bitte? Befehl. Aber wenn der Soldat dem General sagt, gib mir, das ist ein. Wer ist überhaupt der Muslime? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er dir sagt, mach, ist das Befehl? Befehl. Und was nutzt ein Befehl in der arabischen Sprache? Die Verpflichtung. Ibn Hazm, Ibn Abd al-Barr haben gesagt, es gibt Konsens, dass man Bart wachsen lassen muss. Die sagen, es ist Pflicht. Und deshalb richtig ist, dass man sagt hier Pflicht. Wallahu ta'ala alam. Deshalb sagen sie, Al-Shafi'iyya sagen Sunna, die meinen Sunna Religion. Die meinen nicht Sunna erwünscht. Als Beispiel nur, damit ihr versteht, Barakallahu fikum, wie die Sache gehandelt wird. Barakallahu fikum sagt, möge Allah von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta.